Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um den Frühling, Frühlingsfotos machen. Überall blühen Blumen und das wollen wir mal nutzen, um richtig coole Fotos mit bunten Farben zu erstellen. Viel Spaß dabei! Einen großen Anfängerfehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass man Blumen von oben fotografiert. Das heißt, man sieht irgendeine Blume am Boden und fotografiert einfach so, wie man gerade steht, straight nach unten. Das ist oft eine sehr langweilige Perspektive, weil die Blume auf dem Bild relativ verloren aussieht. Und deswegen ist es ratsam, doch immer sich auf Augenhöhe mit der Blume zu begeben oder sogar ein bisschen weiter runter, als die Blume ist. Und dadurch wirkt die Blume sehr viel größer und erhabener. Das kann ich jetzt hier zum Beispiel machen an diesem Baum. Da sind die Blumen die Blüten schon relativ weit oben. Und ich kann jetzt hier auch einfach mal so nach oben fotografieren. Und dadurch wirkt das Bild oder die Blume auch gleich sehr viel besser. Wenn du Blumen so fotografieren willst, dass sie wirklich in dem Bild herausstechen, dann solltest du immer mit einer offenen Blende fotografieren. Das heißt mit einer kleinen Blendenzahl, wie zum Beispiel einer Blende 2.8, 3.5. Und damit kannst du die Blume sehr schön vom Hintergrund separieren und hast wirklich auch nur dieses Objekt dann im Foto scharf. Ich habe mir jetzt hier mal ein Makroobjektiv rausgesucht. Natürlich hat nicht jeder ein Makroobjektiv zu Hause, aber wenn du eins hast, solltest du es dafür auf jeden Fall nutzen. Denn der Vorteil von einem Makroobjektiv ist, dass man wesentlich näher an Blumen herangehen kann und trotzdem noch scharf stellen kann. Und natürlich kannst du das auch mit einem normalen Objektiv tun, da musst du dann allerdings ein bisschen weiter weggehen. Ich habe jetzt hier das Nikon 105 mm mit einer Offenblende von 2.8 durchgängig und dadurch habe ich die Möglichkeit, mit diesem Makroobjektiv auch sehr offenblendig zu fotografieren. Und das ist ein großer Vorteil, was ich hier nutzen möchte. Ich fotografiere jetzt einfach mal hier die Blumen mit einer Blende von 5, also Blende F5. Habe jetzt eine Verschlusszeit von einer 640. die gerade ausgewählt. Das ist jetzt hier aktuell so von der Lichtsituation. Natürlich kann man es dann immer anpassen, je nachdem, wie gerade die Lichtsituation ist, ob die Sonne scheint, ob es bewölkt ist und so weiter. Mein ISO habe ich auf 100 gelassen, denn es ist hier mitten am Tag, also muss ich auch hier nicht mit dem ISO hochgehen und habe damit die optimale Bildqualität. Wie du sicherlich an meinen Fotos jetzt bemerkt hast, bin ich eher so ein bisschen der Typ, der seine Fotos ein bisschen überbelichtet. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit solchen Farbtönen fotografiere, wie rosa, rosé, so ein leichtes Orange, dann finde ich, passt es immer ganz gut, wenn man seine Fotos ein bisschen heller macht, weil es einfach mehr nach Frühling, nach Sommer aussieht, die Sonne strahlt. Und das ist natürlich persönlicher Geschmack. Du kannst es auch gerne anders machen. Es ist einfach nur mein persönlicher Tipp an dich, dass du es mal ausprobierst. Was ich auch immer empfehlen kann, ist, ein Mikrofasertuch mit in der Tasche zu haben. Denn gerade wenn man Blumen fotografiert, wenn man weit runter auf den Boden geht oder wenn man nah an den Blüten dran ist, dann kann Blütenstaub auf das Objektiv kommen oder einfach Dreck. Und da sollte man immer ein Mikrofasertuch mit dabei haben, um dann später sein Objektiv auch zwischendurch immer wieder reinigen zu können. Jetzt haben wir schon ein bisschen Blumen fotografiert und das ist ja auch alles ganz schön, aber natürlich kann man das Ganze noch ein bisschen spannender gestalten. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich Insekten noch mit fotografieren, wie zum Beispiel Wespen, Bienen oder so. Ich habe vorhin jetzt hier auch schon ein paar erwischt. Ich zeige dir jetzt einfach mal ein paar Bilder, wo eine Biene mit in der Blume drin war, um das Ganze so ein bisschen zu bestäuben. Aber eine andere Möglichkeit, wenn keine Bienen da sind, man kann auch mit Wassertropfen arbeiten. Und natürlich kann man da warten, bis es geregnet hat, aber man kann sich auch selber helfen, einfach mit einer Wasserflasche. Und wenn ich jetzt hier einfach mal ein paar Tropfen nehme und die so ein bisschen hier auf die Blume drauf packe, einfach nur so ein ganz bisschen, muss nicht übertrieben sein, einfach nur, dass sie so ein bisschen nass ist, ein paar Tropfen hier drauf sind, dann sieht das Ganze schon gleich wesentlich spannender aus. Ihr seht schon, ich bin damit relativ vorsichtig, nicht zu viel Wasser drauf kippen. Ich kipp's mir auch immer erst in die Hand und feuer dann quasi von der Hand auf die Blüte, damit das Ganze nicht zu doll wird. Und wenn ich jetzt hier nochmal ein Foto mache, dann sieht das Ganze gleich viel spannender aus. Ich kann jetzt das Ganze auch mal am Hochkant machen. Und wir haben hier schöne Wassertropfen mit dabei.
Ich bin jetzt hier übrigens bei einer Blende 11 Grad, einfach um ein bisschen mehr Details noch scharf zu haben im Foto. Wenn ich jetzt hier mit einer sehr offenen Blende fotografieren würde, mit dem Makroobjektiv, dann hätte ich wirklich nur ein Millimeter oder vielleicht 2-3 Millimeter Schärfebereich. Und das ist mir im Moment ein bisschen zu wenig, weil ich ja die Wassertropfen auch schön scharf haben möchte in der Blüte. Und daher bin ich jetzt hier mal auf eine Blende 11 gegangen, einfach um meinen Schärfebereich ein bisschen größer zu machen, damit ich dann hier auch mehrere Wassertropfen scharf im Bild habe. Einen weiteren Tipp, den ich dir noch geben möchte, ist, das Stativ zu benutzen. Denn wenn du Blumen fotografierst oder allgemein Landschaften, Natur und so weiter, hast du sehr viel Zeit. Und diese Zeit solltest du dir auch nehmen, um deinen Bildausschnitt perfekt zu wählen. Und dafür eignet sich besonders gut ein Stativ, denn du kannst die Kamera sehr fein justieren und kannst somit deinen Bildausschnitt wirklich optimieren zu 100%, so dass du immer zufrieden bist. Und wenn ich meine Kamera auf das Stativ packe, dann achte ich auch dabei immer darauf, dass auf jeden Fall der Bildstabilisator am Objektiv aus ist, wenn du denn einen hast. In meinem Fall ist das so, deswegen stelle ich den jetzt hier einfach mal auf Off. Natürlich musst du auch immer so ein bisschen auf die Lichtsituation achten. Wenn du im Frühling fotografierst, hast du natürlich den Vorteil, dass das Licht noch nicht ganz so harsch ist, die Schatten noch nicht ganz so stark sind und dementsprechend hat man im Frühling wesentlich bessere Chancen, ein gutes Bild zu bekommen. Wenn es dann Richtung Sommer geht, dann haben wir wirklich harte Schattenkanten, viel grelles Licht von der Sonne und dann muss man immer schon so ein bisschen aufpassen, wann man fotografiert. Meistens eignet sich dann die goldene Stunde am besten, also dann, wenn die Sonne untergeht oder die Stunde davor, dann hat man relativ schönes Licht und die Schatten werden weicher. Außerdem kann man natürlich auch gucken, dass die Sonne in dem Moment nicht scheint. Das heißt, wenn es bewölkt ist, ist das Licht sehr diffus und wir haben dadurch sehr feine Schattenkanten und das eignet sich auch sehr gut, um Blumen zu fotografieren. Also darauf einfach immer so ein bisschen achten, entweder relativ am Anfang des Frühlings fotografieren oder wenn man dann im Sommer fotografiert, dann eher am Abend oder am Morgen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest so ein paar neue Informationen rausziehen und hast vielleicht auch selber Lust bekommen, jetzt ein paar Blumen oder Landschaften oder die Natur fotografieren zu gehen. Wenn dem so ist, kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und auch das Video teilen mit den Leuten, wo du denkst, dass sie auch Interesse daran haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.